Ebenezer Scrooge war unglaublich geizig und ausgesprochen geldgierig. Er war verschlossen wie eine Auster. Seine innere Kälte machten seine Wangen runzlig, seinen Gang steif, seine Augen rot und seine dünnen Lippen blau. I'm offering this simple tune to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many words, Merry Christmas. Oh, Merry Christmas to you. Ah, nichts als Humbug. Gibt's denn keine Gefängnisse und Arbeitshäuser mehr? Ja, ich wünschte, dem wäre so. Das arme Gesetz, ist es auch in Kraft? Es ist in voller Wirksamkeit, Sir. Da bin ich ja beruhigt. Es wird wohl genug getan, Edel und Armen in dieser Welt zu bekämpfen. Und ich helfe bereits, diese Anstalt zu unterhalten. Das kostet mich wahrlich genug. Aber Sir, viele würden lieber sterben, als dorthin zu gehen und Hilfe anzunehmen. Oh, wenn sie lieber sterben, dann sollen sie es nur tun. Und so die überflüssige Bevölkerung vermeiden helfen. Deutete auf ein kleines Häuflein von Geschäftsleuten. Scrooge kannte die Männer, deswegen trat er heran, um ihr Gespräch zu hören. Ja, wann starb er und was fehlte ihm? Gott weiß, was es ihm fehlte. Er starb heute Nacht mutterseelenallein. Das wundert mich nicht. Es wird wohl eine recht trübe Bestattung werden. Ich wusste keinen, den sein Tod mit Trauer erfüllt und er hingehen wird. Geist, gibt es denn in dieser Stadt nicht einen einzigen Menschen, der bewegt ist vom Tod dieses Mannes? Ah, ich denke, ich verstehe, was du mir sagen willst, Geist. Mein Leben gleicht dem des Verstorbenen. Aber habe ich nicht noch die Möglichkeit, es zu ändern? Wenn du mir nichts zu zeigen hast, dann bring mich nach Hause. God bless us, everyone.